Die Forderung nach einem grünen New Deal ist auch bei uns in den letzten Jahren immer populärer geworden. Und dabei schwingt ganz sicherlich mit, dass dieser Slogan New Deal bei vielen Menschen positive Assoziationen auslöst. Also mich hat das jedenfalls in den letzten Jahren immer neugieriger gemacht. Und ich muss sagen, je mehr ich über den New Deal in den USA der 30er Jahre gelesen habe, desto spannender fand ich das. Es war nämlich wirklich eine faszinierende wirtschaftliche, soziale und demokratische Reformdynamik, die die ganze Gesellschaft erfasste. Und dies zur selben Zeit, als in Deutschland die Nazis ihre Terrorherrschaft immer weiter ausbauten. Und ich finde, das ist für uns auch heute wirklich sehr relevant. Denn wenn wir ernsthaft in den nächsten 10 bis 20 Jahren den Klimawandel wirkungsvoll bremsen wollen und dafür einen wirtschaftlichen und sozialen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft in Angriff nehmen wollen, dann können wir wirklich von den Erfahrungen der damaligen Zeit eine Menge lernen, denn dafür werden wir eine mindestens so starke und breite gesellschaftliche Reformbewegung benötigen, wie es sie damals in den USA der 30er Jahre gegeben hat. Und weil ich das so spannend finde, habe ich darüber ein kleines Buch geschrieben. New Deal heißt Mut zum Konflikt. Als das Singer-Songwriter-Duo Cup of Tea von diesem Buch Wind bekommen hat, haben sie mir einen tollen Vorschlag gemacht, nämlich mal etwas Neues zu versuchen. Und zwar eine Kombination von Informationen über den New Deal mit Liedern aus der damaligen Zeit. Das ist ausgerechnet der älteste Song in dieser Videoserie, Lift Every Voice and Sing, der sogar schon vor dem New Deal entstand und heute als Hymne der Black Lives Matter Bewegung wieder ganz aktuell ist. Die Kultur spielte im New Deal eine besondere Rolle. Zum einen erhielten viele Künstler, Literaten, Maler, Songschreiber, Musiker Aufträge aus den New Deal-Programmen und kamen so wieder in Lohn und Brot. Auf der anderen Seite spielten aber gerade die Lieder des New Deal eine große Rolle für die gesellschaftliche Bewegung dieser Zeit. Aus dieser Idee ist eine Videoserie entstanden mit 5 Folgen. In jeder Folge erzähle ich etwas über bestimmte Themen des New Deal und Cup of Tea präsentieren dazu Lieder, die mit diesen Themen jeweils zusammenhängen. One of these